Hallo und guten Morgen. Ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir starten jetzt mit der Wochenbotschaft. 13. bis 19. November. Ich musste kurz überlegen und wir starten intensiv mit einem Neumond im Skorpion. Das ist schon sehr verheißungsvoll. Bedeutet, dass schon viel Tiefgründigkeit und ja, höchstwahrscheinlich eine intensive Woche vor uns liegt. Wir schauen rein, was genau das bedeutet und was du im besten Fall hier für dich mitnehmen kannst. Dennoch weißt du, es ist eine Kollektivlegung, also bitte auf deine Themen umlegen. Solltest du persönliche Hilfe und Unterstützung benötigen in Form von Coaching, Begleitung, Heilsitzung oder privater Kartenlegung, schau unten vorbei. Dort gibt es auch neue Specials. Und ich war auch zu Gast bei einem Podcast, wo es um Selbsterkenntnis, Meditation geht. Schau gerne unten vorbei. Ich verlinke dir mal. Dort kannst du reinhören und vielleicht ein paar Impulse noch für dich mitnehmen. Ich bedanke mich bei dir von Herzen fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich natürlich, ja, dass du hier bist, dass du likest, kommentierst. Vielen, vielen Dank für die Wertschätzung. Wirklich von Herzen. Schreibt gerne mal, wie ihr den November bisher findet, wie intensiv, wie es dir geht und wie die kommende Winterzeit, die sich ja immer mehr und mehr anbahnt, für dich ist, wie es dir ja, mit der Dunkelheit geht, die ja doch recht präsent ist. Wirklich recht früh wird es dunkel, es ist schon recht kalt geworden. Das macht natürlich was mit einem und genau in dieser Skorpionzeit, in der wir jetzt sind mit dem Neumond, wo wir direkt den Montag mit dieser Neumondenergie haben und ich glaube, punktgenau um die 10:27 Uhr, also recht früh in den Morgenstunden. Ja, und bin ich gespannt, was hier in dieser Woche für uns bereithält. Ich fange direkt an mit der Energie der Woche, also komplett. Was uns begleiten mag und verbinde mich mit dem Seelenkollektiv und mit der geistigen Welt. Also, hallo. War noch nicht ganz fertig, aber diese Karte, die bleibt definitiv draußen, denn Fülle, das ist doch etwas, was wir jetzt gut gebrauchen können. Die Energie, die uns in dieser Woche begleitet, besonders emotional, wir sehen hier den Mond drauf, wir starten mit dem Neumond, wie gesagt, in dieser Woche. Es bedeutet, dass es um die Fülle geht, dass es um die Aussaat geht von dem, was wir möchten, dass wir uns damit beschäftigen, was wir einmal später ernten möchten. Und vielleicht dient diese Karte dazu, dass du dich noch ein bisschen mehr damit beschäftigst, in welchen Bereichen aktuell Fülle fehlt, beziehungsweise noch mehr reinfließen darf. Also, die Energie, die uns begleitet in dieser Woche, ist die Fülle. Auf emotionaler Ebene, auf Herzebene höre ich. Unterstützung des Sakralchakras, Unterstützung des Solarplexus. Recht gut ist es heute, wenn du ein Neumondritual für dich machst in Form von Reinigung. Ein Reinigungsritual, ein Unterstützungsritual, ein ich bekomme gerade sowas wie also vielleicht dich in die Badewanne setzen, mit Salz rein, google gerne mal, vielleicht kennst du einige Reinigungsrituale. Es geht darum, sich reinzuwaschen, abzuwaschen, gleichzeitig aber natürlich auch tiefer einzutauchen in die eigene Seelenessenz. Es geht darum, dass du dich leiten und führen lässt von dem Funken in dir. Die Gedanken, die dir Wärme im Körper bringen, sind die Gedanken, die dich nähren. Also steige da noch tiefer ein. Eine sehr, sehr schöne Karte in dieser Woche. Wir schauen mal, was die einzelnen Tage so hergeben. Und ich verbinde mich
mit der Wochenenergie und mit den einzelnen Tagen Montag bis Sonntag. Was bringen uns die Tage in dieser Woche? Lavendel und Thymian bekomme ich rein, für dich irgendwie ausschlaggebend, hinweisend, achte darauf. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Eine intensive Woche. Große Last auf den Schultern, die abfällt. Das Abfallen der Last könnte besonders, vielleicht sogar physisch, Mitte der Woche wahrgenommen werden. Es geht darum, dass du dadurch deine Frequenz erhöhst und dich weiter ausdehnst. In dieser Woche und der Startschuss definitiv heute am Montag mit dem Neumond, der tatsächlich auch die Energie einleitet, mehr die Wahrhaftigkeit zu leben, zu fühlen, zu integrieren, besonders aber auszusprechen. Es geht darum zu scheinen und schwere Last abzulegen, um zu scheinen. Alte Orte, vergangene Orte, vielleicht besuchst du Orte aus der Vergangenheit oder aber du löst dich von Orten aus der Vergangenheit. Vielleicht, dass du wirklich einen Abschluss machst, dass du vielleicht noch einmal zu einem Ort hingehst oder aber ein großes Thema oder Kapitel schließt. Abschluss eines Kapitels, Abschluss einer Transformation, die sich über Jahre, Jahrzehnte gezogen hat bzw. entwickelt hat. Es geht darum, weiterzugehen in einen Weg der Erneuerung, Übergang in etwas Neues, Last niederzulegen, zu erkennen, was überhaupt die Last ist. Es bedarf den tiefen Blick in die Wahrheit bezogen auf Verbindungen, Menschen und das eigene Selbst. Es bedarf den tieferen Blick der gegangenen Stationen, die du erlebt hast. Das, was gut war, das, was weniger gut war. Es bedarf den Blick der Bewertung, damit du erkennst, dass du das Gut und Schlecht hinzufügst. Und es geht um Neuigkeiten, die den Weg zu dir finden aus der Ferne. Das zuzüglich zu der Karte der Fülle, Fulfillment, also es geht hier um die emotionale Reife, emotionale Fülle. Neues Aufblühen innerhalb. Auch wenn wir in die Winterzeit gehen, wird etwas in dir keimen und dieser Keim ist etwas, der Früchte trägt, Monat für Monat, Woche für Woche. Für jeden unterschiedlich schnell. Also das ist die komplette Wochenenergie und das verspricht viel. Es verspricht aber auch tatsächlich ein Akt der Transformation und das Bemerkbarmachen, wie sich Schwere anfühlt und Leichtigkeit. Das bedarf aber auch, dass du nochmal in die Schwere vielleicht reinfühlst. Das könnte eine sehr wechselhafte, intensiv wahrgenommene Woche für dich persönlich werden, wo du sehr oft mit dir selbst an deine Grenzen kommst. Vielleicht bezogen auf deine persönlichen Schattenthemen, deine Triggerthemen in Emotionen und vor allen Dingen den Themen, denen du entkommen darfst. Wir starten mit dem Montag. Wir haben 6 der Münzen. Es geht um einen Ausgleich. Es geht hier darum, dass du etwas wiedergewinnst.
Die Neumondenergie kann unterstützend wirken. Das Thema Skorpion mit Transformation, Wandlung, aber auch Erneuerung könnte dir heute ein Zeichen geben. Du erhältst ein Zeichen, in welchem Bereich sich etwas erneuert. Dieses Zeichen kannst du sofort, dann wenn es kommt, wahrnehmen und für dich annehmen. Oder aber erst am Abend im Nachhinein, dass du das Zeichen erkennst. Es soll dir gesagt werden, in welchem Bereich oder dass es dir auffällt, wo du dich erneuern darfst. Ich höre zelluläre Ebene, Wechsel, Transformation auf zellulärer Ebene. Eine Klärungskarte. Ja. Das Karma, das Schicksal ist hier an unserer Seite und es bedeutet, dass du etwas erkennen darfst. Möglicherweise über Träume, über Zeichen bekommst du aktuell schon viele Hinweise, die du überhaupt nicht deuten kannst. Eine Veränderung, ein Abschnitt geht zu Ende. Das ist etwas sehr Positives, könnte sich im ersten Moment nicht danach anfühlen. Guter Herr, jemand in deinem Umfeld, männlich, gibt dir schon einen Hinweis darauf. Er wird dir geschickt quasi vom Universum, um dir zu zeigen, was sich da ändern darf, in welchem Bereich. Achte bitte darauf, wo ist gerade ein Mann sehr ausschlaggebend. Es hat nichts mit dem Mann an sich zu tun oder mit der Bedeutung, dieser Mann ist gut oder dieser Mann ist eher schlecht. Es geht eher darum, mit welchem Thema ist dieser Mann verwoben. Das ist ein Hinweis für dich, wo etwas gerade passiert. Der letzte Schritt muss gegangen werden, um etwas abzuschließen, zu vollenden, loszulassen. Ich bekomme hier gerade eine Verbindung zum Mutterthemen, Gebärmutter, Geburt, vielleicht irgendwie relevant für dich. Es geht hier darum, dass ein Ausgleich stattfindet, dass du aber auch vielleicht im Finanziellen einen Ausgleich erhältst. Es geht darum, dass du wieder mehr aufblühst und vor allen Dingen deine persönlichen Stärken wahrnimmst, annehmen kannst und erkennst. Das passiert heute möglicherweise durch einen Spiegel von außen. Vielleicht bekommst du gute Nachrichten, ein Kompliment, jemand spiegelt dir deine Ausstrahlung, wie auch immer. Es wird etwas sein, was dich wieder zum Leuchten bringt. Gerade wenn du aktuell eine Zeit hast, was ja auch liegt, die sehr anstrengend ist und sehr kräftezehrend. Vielleicht hast du viel zu tun, musst dich um viel kümmern, wie auch immer. Du bekommst definitiv entweder am Montag oder wie gesagt, es kann sich auch verschieben zeitlich an einem anderen Tag in der Woche einen Hinweis, dass du auf dem richtigen Weg bist in dem, was du tust bzw. wie du bist. Vertraue dem Schicksal, vertraue den Zeichen, aber achte besonders auf diese, ganz, ganz wichtig. Am Dienstag gehen wir mit den 8 der Kelchen in einen Verlassungsprozess. Ein Schattenthema, etwas, mit dem du schon lange in einem Übergangsprozess bist, schon lange dich am Abnabeln bist. Und interessanterweise sieht das ja schon aus ein bisschen wie der Neumond. Es ist schwarz, wir haben die Neumondenergie. Mit dem Skorpion-Thema geht es ja darum, etwas zu transformieren oder Abschied zu nehmen. Der Skorpion wird im Tarot mit dem Tod wiedergespiegelt, steht für Abschied, aber auch Wiedergeburt. In dieser Woche habe ich das Gefühl, dass du neu geboren wirst, aber es wird dir besonders eher, also es hat ja mal zwei Seiten, Abschied, Wiedergeburt, Tod, Wiedergeburt. Ich habe das Gefühl, in dieser Woche wird dir besonders die etwas dunklere Seite, also eher, ja, der Abschied mehr im Fokus stehen und auch mehr gefühlt werden. Das ist aber ganz wichtig und das soll dich gar nicht beängstigen. Es geht darum, dass du dadurch eine Schwere loslässt. Du tauschst die Schwere für die Leichtigkeit.
Was wird hier losgelassen? Ein Geschenk. Etwas, was dir damals vorkam wie ein Geschenk, könnte jetzt sich im Laufe der Zeit entpuppt haben als eher Belastung. Das könnte losgelassen werden. Es könnte aber auch ein Zeichen sein, dass der Anteil in dir, der es dir nicht mehr erlaubt, Freude und Glück zu verspüren, der es dir nicht mehr erlaubt, das Schöne im Leben zu sehen, der miese Peter, der schwarze Kater, den du mit dir rumträgst, der könnte auch losgelassen werden. Fühl in dich rein, was hier passt für dich. Worum geht's noch am Dienstag? Gericht und Gerichtsperson. Wow, okay. Also Gericht und Gerichtsperson, die beiden Karten zusammen, bedeutet eine endgültige Klärung von Dingen. Etwas reinmachen, etwas klären, behördliche Themen, Amtswege, Amtsthemen, vielleicht sogar wirklich Gerichtsverfahren. Es geht hier wirklich um einen Abschluss oder um eine Zielsetzung, eine Vereinbarung, damit man dann wirklich abschließen kann. Es geht hier darum, dass ein Prozess nicht mehr fortgeführt wird, ein Zyklus nicht mehr fortgeführt wird. Es geht hier wirklich sehr darum, dass wieder Leichtigkeit und Freude in eine Situation einziehen kann, bei dir besonders auf emotionaler Ebene. Du darfst dich lösen emotional und die Schwere loslassen. Ganz neu starten. Am Mittwoch haben wir 10 der Stäbe. Das ist die Karte der Überlastung, Überbelastung. Es geht darum, dass du diese Schwere jetzt wirklich vielleicht auch, die sich in der Physis schon festgesetzt hat, loslässt. Es geht darum, dass du deine Arbeit respektierst. Vielleicht aber auch etwas Neues zu dir kommt. Neue Zyklen, neue Verträge, neue Arbeit, neue Möglichkeiten, neue Inspirationen. Vielleicht hast du auch zu viele Ideen und kommst mit der Umsetzung nicht nach. Vielleicht hast du sehr viele Themen umzusetzen, bist aber kreativlos. Egal wie es bei dir ist, achte darauf. Mach einen Stopp, gönn dir eine Auszeit und vor allen Dingen spinn andere Menschen mit ein, die dir helfen können. Der Ring zeigt vertragliche Angelegenheiten, die dazu genutzt werden können, um dich selbst zu heilen, um vielleicht aber auch neue Dinge anzustoßen. Ich meine, hier liegt ja schon wirklich der Abnabelungsprozess, hier auch, aber hier ist schon das Neue in Sicht. Es geht darum, dass du neues Vertrauen in eine neue Sache und in dich selbst bekommst, fühlst, spürst, auslebst. Kindthemen werden hier gereinigt, geheilt. Kindthemen, sowohl Mutter-Kind-Beziehung als du als Kind zu deiner Mutter und solltest du selber Kinder haben, auch andersrum. Diese Zeit, diese Woche ist besonders günstig dafür, tiefe Themen zu beleuchten und wirklich Ursachen zu finden und diese zu reinigen und zu heilen. Wir gehen in den Donnerstag. Wir haben hier die einzig große Arkana, der Gehängte. Da macht's Klick. Der tiefere Blick, der hier gefordert wird in dieser Woche, wird dir gewährt werden. Ein Blick hinter den Schleier, hinter die Kulissen. Hinter die Kulissen des Universums und hinter deine eigenen Kulissen. Selbstmotive. Dinge, die deine Intention beinhalten, die du dir vielleicht anders schön geredet hast, werden dir klar gezeigt. Aber auch ein Schleier ins Schicksal, genau. Ein Schleier hinter die Kulissen, hinter die Geheimnisse des Großen oder aber auch hinter Geheimnisse, die sich vor dir aufgetürmt haben, werden die gewährt. Du erhältst Einblick in Themen, Möglichkeiten in deine Zukunft vielleicht sogar. Jemand, eine gute Dame, wohlmöglich unterstützend an deiner Seite, hilft dir in diesem Bereich oder weiht dich ein.
kann sein, dass du ein großes Geheimnis überreicht bekommst. Von einer spirituellen Person, Mentor, von deiner Mutter. Eine Person, die für dich Weisheit und ja, irgendwie auch das Göttliche repräsentiert, vielleicht auch eine Art Priester, wie auch immer. Vielleicht wirklich eine Person, die geistig ja, sich ausdrückt oder aber die dir vom Universum geschickt wird. Übergabe einer großen, fast schon Einweihung, Übergabe eines großen Wissens bezogen auf dich, auf dein Leben. Du erhältst tieferen Blick. Und ich höre, es zieht dir fast die Schuhe aus in Form von Überraschung, dass du etwas erfährst, was dich erstaunt. Nicht negativ, aber es erstaunt dich im ersten Moment. Es könnte eine Nachricht sein, eine Botschaft oder das, was dir weitergegeben wird. Das wird noch einige Tage in dir arbeiten, aber das sehr positiv, denn dadurch erhältst du Klarheit. Der Freitag 7 der Schwerter. Es geht darum, dass du vielleicht nach dieser Botschaft das Gefühl hast, dich erstmal zurückzuziehen, dich zu klären, zu reinigen. Vielleicht gehst du an einen Ort in der Natur oder die Vergangenheit, die dir früher sehr viel Geborgenheit geschenkt hat oder wo mal ein großes Ereignis passiert ist. An diesem Ort wirst du dich selbst wiedererkennen und wiederfinden. Und das bringt dir, wie es hier schon liegt, doppelte Füllekarte, emotionale Stabilität, emotionale Fülle, Reinigung, Befreiung und Fluss. Es geht ums Fließen, es geht darum, dass du mit dir selbst wieder in Harmonie gehst. Ja, das Häusliche, dass du dich in dir wieder zu Hause fühlst, dass du deine Emotionen wieder wahrnimmst, fühlst, auslebst, bereinigst. Es geht auch sehr viel um Selbstvertrauen. Am Samstag mit den 5 der Stäben geht es darum, dass du jegliche Form von Konflikt, jegliche Form von Hindernis akzeptierst, beleuchtest oder beleuchtest, akzeptierst und dann loslässt. Es ist etwas, was du aus verschiedenen Blickwinkeln sehen kannst. Das ist jetzt interessant. Die Antwort liegt im Wurzel- und Sakralchakra. Die Antwort liegt im Wurzel- und Sakralchakra bei dir persönlich. Was für Themen liegen dort? Generell? Und was für Themen sind bei dir aktuell? Klärung, worum geht's da? Und doppeltes Haus. Wir haben bei der Karte davor das Haus liegen und hier. Es geht um die Stabilität, um die eigene Festigkeit, um die eigene Widerstandskraft. Es geht darum, dass du dich vielleicht festlegst oder aber auch im ja, häuslichen, vielleicht Umzug, vielleicht geht es um Finanzen, ja, reiches Mädchen, Finanzen. Es geht darum, dass du erkennst, wie gesegnet du bist, wie reich du bist, dass du das fühlst, annimmst und dadurch innere Stabilität bekommst. Der Abschluss dieser Woche am Sonntag mit den 8 der Stäben, da geht es um Neuigkeiten, News und Heilung. Heilung des Sakralchakra, Solarplexus, Wurzelchakra, diese Themen. Es geht darum, dass auch Neuigkeiten und Gespräche, also Kommunikation, Heilung sein können. Gesprochene Worte können ebenso heilen. Heilung geschieht auch aus der Ferne. Vielleicht machst du eine Heilsitzung, Fernsitzung, Fernheilung, wie auch immer. Vielleicht beschäftigst du dich mit Themen, keine Ahnung. Aber es geht darum, dass gerade Worte oder dass etwas aus der Ferne oder ziemlich prompt zu dir gelangt. Botschaften, die feurige Anteile beinhalten, vielleicht von einem Feuerzeichen, meine ich aber positiv, denn es bringt Bewegung ins Spiel. Also, solltest du Stagnation verspüren, wird diese rausgehen. Und das ist auch etwas, was du dir wünschst, denn diese Botschaften bringen Herzheilung, bringen
Liebe, Kraft, Stärke, das, was du dir wünschst, das, was dir hilft. Worum geht es da? Es geht um eine Reise, die du aus dem Herzen machst. Eine Reise, die vielleicht schneller vonstatten geht, als du denkst. Eine Reise, die mit einer Herzensangelegenheit zu tun hat. Für einige wenige hat das hier auch mit einem Herzensmenschen zu tun, für die meisten aber tatsächlich mit sich selbst. Eine Reise zu dir selbst, eine schicksalshafte Reise zu dir selbst mit Neuigkeiten. Diese Neuigkeiten, und du wirst es vielleicht im ersten Moment noch nicht erahnen können, sind ein Geschenk Gottes, des Universums. Zum Schluss hätte ich hier gerne noch eine Botschaft für die Woche, eine sehr spannende Woche, ein Übergang, eine Transmutation schon fast. Transmutation, Verwandlung in die Fülle, in die Leichtigkeit. Es geht um Entwicklung und emotionale Heilung. Was ist der Rat des Universums, der Engel in dieser Woche? Welche Botschaft darf ich weitergeben? Spiegel, wer oder was triggert dich? Was soll ich sagen? Ist definitiv du, also definitiv Spiegelung. Spiegel, das Umfeld agiert als Spiegel. Wer oder was triggert dich und was hat das mit dir zu tun? Lemuria, den Himmel auf Erden erschaffen. Es geschieht, du bist hier in der Reinigung. Du erschaffst dir dein Paradies auf Erden. Und es geht darum, dass du heilst, emotionale Fülle erlangst und dadurch dich wirklich emotional abkapselst, etwas reinwäschst. Es geht hier um Heilung, um einen Neubeginn, um einen Abschnitt. Geheimnisse werden offengelegt, ein Geschenk, was dich erreicht. Die Heilung und die Fügungen in dieser Woche sind schicksalshaft und bringen dir Bewusstseins- und persönliche Entwicklung. Fülle, die zu uns kommen darf, die zu dir kommen darf, du bist dafür zuständig, die Tür aufzumachen. Ich wünsche dir einen unglaublich tollen Wochenstart. Alles, alles Liebe zu dir und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut!